Herzlich willkommen, meine Krümel. Wir spielen heute Tag-Tag-Lias Legendenauftrag. Und ja, ich finde die Quest eigentlich sehr interessant. Und es gibt da auch eine coole Szene. Und die würde ich euch gerne auch zeigen. Wir müssen erstmal die Lage besprechen. Sei auf der Hut, Reisender. Hier ist es keine Zeit für eine Besichtigungstour. Oh, warum denn? Ist etwas passiert? Ja, so ungewöhnlich es auch klingen mag. Mehrere Berichte von Augenzeugen haben die Anwesenheit von Ruinenwächtern in dem Gebiet. Okay, also Ruinenwächter sollten wir doch schaffen. Außerdem, die fragliche Ruine ist eine der besonders gruseligen. Es sind häufig seltsame Geräusche von dort zu hören. Ja, also wir sind eigentlich stark genug. Wir sollten das schaffen. Kann ich helfen? Bin dir wirklich sehr dankbar für das Angebot. Aber es wird das Risiko einfach nicht wert. Und mach dir keine Gedanken. Denn hier, er verspeist Ruinenwächter zum Frühstück. Ich will ja nicht angeben, aber ich könnte 10 von dir in einem Kampf schlagen. Wir übernehmen den Fall. Ja, das machen wir auch. Schaut euch mal diese riesen Fußabdrücke an. Das ist so krass. Aber hier vorne sehen wir schon einen Ruinenwächter. Wir machen dich jetzt eiskalt, wenn du mal bitte schneller aufstehen würdest. Danke. Mit meinem Wanderer bin ich schon ziemlich stark. Na gut, einer ist geschafft. Lass uns weitersuchen. Hier ist auch einer mit einem Jungen oder einem Mädchen. Ein Junge ist das. Hey, du, sieh dir das an. Ist das nicht großartig? Ich habe noch nie einen von so nah gesehen. Hast du schon mal einen gesehen? Vorsicht, Kind, diese Kerle sind hart im Nehmen. Verlass dich darauf. Die Zyklopen sind wahnsinnig stark. Floppy? Oh, das ist süß. Warte, was? Nennen die Leute sie wirklich Zyklopen? Ja, das hat mein Bruder gesagt. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Tusa. Bin den ganzen Weg aus Neshnaya gekommen, Liwei. Okay, also das Kind könnte man kennen, wenn man die Szene kennt. Okay, wir gehen jetzt zur Bank des Nordens. Das scheint etwas unangemessen, denkt ihr nicht? Wie könnt ihr? Entspann dich. Einmal in einer Weile kann ich starten. Das wird schon in Ordnung sein. Hä, was macht er denn hier? Ja, mein Bruder, ich habe dich gefunden. Ich kenne diese Stimme, wenn das nicht mein kleiner Bruder Tusa ist. Meine Güte, was für eine schöne Überraschung. Also das sind Brüder? Okay. Oh, dir ist also aufgefallen, dass wir hier sind. Du hast es nur ignoriert. Verstanden. Vergib mir, in meiner Heimat geht Familie immer vor. Nimm es nicht persönlich. Ich weiß, wir waren uns bis jetzt nicht immer einig, aber wir kommen abgesehen von wenig kleinen Streitigkeiten ziemlich gut miteinander zurecht. Glaubst du nicht? Du hast vielleicht Nerven. Wir werden dich dann auch noch bekämpfen. In der Folge. Okay, wir müssen jetzt mit Tusa an einen Ort gehen, um mit ihm zu spielen, glaube ich, weil er angeblich Spielzeuge herstellen muss. So, wir haben jetzt seine Aufgaben gemacht, die Tataglia aufgegeben haben. Wir haben mit dem Kind gespielt, wir waren essen, wir haben ihm ein Spielzeug gekauft und jetzt sagt er, bring mich zu meinem Bruder, ich möchte nicht mehr spielen und ich denke mal, dass wir den jetzt zurückbringen müssen. Okay, hier ist er mit den Schatzräubern. Ich habe ihn, da ist der Graf. Warte, er spricht mit den Schatzräubern. Bruder, du verkaufst ihnen Spielzeuge, nicht wahr, Bruder? Das ist so toll, ich wollte dich schon immer beim Arbeiten zu sehen. Aber ja, natürlich, ich bin nämlich der beste Spielzeugverkäufer in Neshnaya. Was für eine Lüge. Oh, er ist traurig, weil nämlich Tataglia wieder gehen muss. Graf schwärmt wirklich für seinen Bruder, aber jetzt lässt er ihn wieder stehen. Muss ein wirklich schwieriger Job sein. Es wäre so viel einfacher, wenn er nur die Wahrheit sagen würde. Es ist schon verrückt, dass er so weit gehen würde, um zu verhindern, dass seine Familie seine dunkle Seite sieht. Es ist ein bisschen zu beschützend. Vielleicht aber hat er gute Absichten? Was? Wo ist Tusa? Oh nein, er ist weg. Ich will ihn nicht noch suchen. Ist er davon geschlichen, um seinem Bruder zu folgen? So oder so, lass uns zuerst dorthin gehen. Okay, machen wir. Ah, hier ist schon Tataglia. Aber ich kann mit ihm nicht reden. Okay, ich muss zu dem Jungen. Tusa, du bist also hergekommen? Dein Bruder wäre krank vor Sorge gewesen. Wohin? Mein Bruder hält seine Rede. Ja, was für eine Rede wohl. Von diesem Tag an wirst du deine Schwüre an ihre Majestät die Zaren ehren und du wirst nicht innehalten, bis du Neshnaya den Sieg bringst. Du wirst durch die Lande streifen wie die eisigen Winde aus dem höchsten Norden. So stark wie der ehrwürdige Frost von Zapoliarni-Palast. Du wirst das Mark in den Knochen unserer Feinde gefrieren lassen. Ihre Majestät erwartet Loyalität, Kaltblütigkeit und Gewissenhaftigkeit. Da die Prüfungen, vor denen wir stehen, hart sind und unsere Feinde... Oh, da hat er uns wohl gesehen. Wie Drachen und Rasseln. Wer wird zum gefürchteten Gegner von Kloppy auf dem Marktplatz von D-Way? Drachen sind auch lustig. Oh, das ist natürlich eine Analogie, wie man zu sagen pflegt. Der Marktplatz ist auch ein Schlachtfeld. Als dein Verkaufsleiter hier in D-Way verlange ich, dass du jedem meiner Befehle gehorchst. Dies abzulehnen wird als Verrat angesehen und der Preis für diesen Verrat ist die unehrenhafte Entlassung aus der Spielwarenforschungsanstalt in D-Way. Okay, wir machen jetzt ein praxisnahes Training. Kann ich jetzt mit ihm kämpfen? Oh ja, kann ich. Nice, da kann ich ihn gleich mal ausprobieren. Wo das ein bisschen schwer sein wird, immer auf die 5 zu drücken, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Oh,
Oh oh. Es ist schon schwieriger. Mann, ich treffe aber den Knopf nicht. Eigentlich habe ich die Leute gerne auf der 1. Okay, einen haben wir schon mal gekillt. Die anderen sollten jetzt nicht mehr so schwer sein. Es ist tatsächlich etwas schwer, wenn man mal auf die 5 drücken muss und mein Spiel ruckelt, deswegen muss ich in OBS reingucken. Aber er ist schon stark, wo ich mich doof angestellt habe. Oh, noch mehr Gegner. Nicht euer Ernst. Aber jetzt läuft es doch besser. Das ist doch ein bisschen jemand, der durchkommt, aber geht schon. Du bist wirklich stärker geworden. Naja, würde ich jetzt unbedingt nicht sagen, aber ich hatte auch Probleme, immer auf die 5 zu drücken, weil ich eigentlich meine Hauptcharaktere auf der 1 habe, Schild 2, Sub DBS auf der 3 oder 4. Okay, wir haben es jetzt geschafft. Da sind wir. Willkommen in der Spielwarenforschungsanstalt von D-Way. Okay, es ist ein Forschungslabor von den Ruinenwächter. Kommt schon, lass uns reingehen. Na gut, folgt mir. Bruder, jemand hat gemeint, Kloppy wäre eine Tötungsmaschine. Ja, ja, alles gut. Ich möchte jetzt einfach nur zur Szene spielen, bis zur Szene spielen und nicht euren Gelaber anhören. Er wird das mit Kloppy spielen. Viel Spaß dir. Hey, warte mal. Oh nein. Oh nein, ist der da reingerannt. Mit den Ruinenwächtern. Ach ja, wir können ihn spielen. Oh, das ist so toll. Da kann ich ihn gleich ausprobieren. Wir müssen jetzt da reingehen, aber wir müssen erstmal hier hochkommen. Oh, ich dachte schon, ich fall runter. Oh, haha. Mann. Hey, wie kommt man denn da hoch? Ach, Hydro. Ah, cool, dann steigt das Wasser hier. Okay, ich verstehe. Ich hätte auch mit meinem Wanderer rein theoretisch hier hochgekonnt. Machen Schild. Unglücklich leckt es jetzt nicht mehr so. Nicht so wie vor uns beim Kampf. Okay. Oh, ist die Tür aufgegangen? Warst du es? Ja, wir waren das. Das stimmt. Ich muss mich vergewissern, dass alles sicher ist. Guck mal, da drüben ist er. Eigentlich kann man doch voll locker hier durch. Aber, ach egal. Da fragen wir nicht. Oh, da oben ist ein Ruinenwächter. Bam. Die sind tot. Ach, doch nicht alle. So, Leute. Ich gucke jetzt mal im Spiel nach, was für Werte mir Genshin Impact gibt zu dem Charaktere. Hier sehen wir einmal diese Werte hier. Kritischen Schaden 91 und KT sind 90. Und hier sehen wir noch den Rest. Die Waffe ist natürlich Polarstern. Artefakte haben wir das alte Hofritual. Ich kann leider nicht genau angucken, was das für Werte hat. Aber wir können einmal hier reingucken. Genau. Sternbild haben wir das. Talente haben wir Stufe 11, Stufe 9, Stufe 8. Und das war's eigentlich. So, und jetzt greifen wir auch weiter an. Okay, wir haben es geschafft. Okay, hier ist Tyrser. Gut, wir haben ihn jetzt wieder beisammen. Also alle sind wieder zusammen. Was ist da drüben? Dieser Raum ist riesig. Ist das der Ort, wohin Kloppy seine Freunde nimmt? Hm, gute Frage. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Wie wäre es mit einem kleinen Versteckspiel? Du musst deine Augen schließen und wird 60 nach 100 zählen. Vernichte die Ruinenwächter. Ja los, beeil dich doch ein bisschen. Okay, jetzt schnell angreifen. Okay, Tataklia ja schon stark. Ich sehe nur leider nichts, weil es ruckelt. Oh. Okay,
cheating. You skipped a few numbers, you little rascal. Oh Gott, es werden ja immer mehr Ruinenwächter. Wie soll ich das denn schaffen? Ja, schafft man gar nicht. Give me another 10 seconds, Tusser. Still hiding. Huh, now who's the cheater? All right, 10 seconds, that's it. Ten, nine, eight, seven, six, also ich fand, das war die epische Szene hier. Das ist alles, wovon ich immer geträumt habe. Kloppis Welt. Kloppi ist der Allerbeste. Oh, ich fand die Szene einfach so cool. Also das hat man gar nicht geschafft gegen diese ganzen Ruinenwächter. Ich dachte schon, ich wäre schlecht. Deswegen habe ich nur draufgehauen und mir war der Schaden egal. Aber dann habe ich gemerkt, oh, es wird ja immer stärker. Also es werden immer mehr. Man kann die gar nicht besiegen. So, wie versprochen gibt es nochmal den Bosskampf gegen Tartaglia. Weil ich natürlich das Material brauche. Für den Aufstieg von ihm dann. Hey, warum habe ich so viel Schaden bekommen? Oh Gott, der macht einfach viel Schaden. Stark ist er zwar nicht, aber viel Schaden. Macht er schon. Not bad. Aber starker war nicht gerade. Also ich mache ihm schon viel Schaden. Also stark ist er, wenn er mich angreift, aber ich mache viel Schaden. Okay, die Szene können wir auch noch gerne angucken. Kennt man schon, aber naja. So, und jetzt geht der richtige Bosskampf natürlich los. Mann, der macht mir so viel Schaden. Also ich hatte ein Schild. Oh nein, bin ich tot. Es nervt mich immer, dass er immer an die Ecken geht oder so schnell weggeht. Hier kommt jetzt der riesige Wal und man aufpassen. Und hier auch wieder. Aber jetzt gleich besiegt. Ja, wenn er mal. Dankeschön, dass du jetzt nochmal kurz vorm Ende weggehst. Jetzt haben wir ihn aber endlich. Und jetzt gucken wir, was wir rausbekommen. Wünsche mir Glück, dass ich was Gutes rausbekomme.
Und zwar habe ich rausbekommen, einmal das hier. Das kann ich zum Glück umwandeln. War zwar ziemlich kacke gerade, aber total geruckelt. Das ist meine Ausrede. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Das würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir werden dann Fontänen noch spielen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da auf jeden Fall. Genau, dann bis zum nächsten Mal.